Nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte große Vollmacht, und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon die Große und ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken und die Könige der Erde haben mit ihrer Unzucht getrieben und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Also dieser Vortrag heute Nachmittag ist nicht da, um Sensation zu bereiten, ist auch nicht da, um ein schwarzes Bild der UNO zu zeigen. Es geht eigentlich nur um ein paar Tatsachen, die uns sehr betreffen. Wir haben ja gesehen in den Vorträgen bis jetzt, dass Luzifer ein Königreich aufbauen möchte und dass die UNO einen Schritt in dieser Richtung darstellen soll. Und das betrifft uns sehr, sehr stark. Da ist das UNO-Gebäude in New York und der Name United Nations, das kommt von ihrer eigenen Webpage her, wurde von Präsident Franklin D. Roosevelt, der war ja natürlich 33 Grad Freimaurer, wie wir gesehen haben, wurde er zum ersten Mal gebraucht bei der Deklaration der UNO in 1942 nach dem Zweiten Weltkrieg. Und diese UNO ist ein Produkt, das nach diesem Bund der Nationen, League of Nations, entstanden ist, das erst durch die Vereinigten Staaten abgelehnt wurde. So, diese League of Nations war ein Vorläufer der UNO. Es kommt auch noch von ihrer Webpage. In 1945 waren da 50 Länder, die sich sammelten in San Francisco, und somit wurde die UNO gegründet. Am Anfang waren da 51 Mitgliederstaaten und die Sowjetunion und England und die USA, die waren die Hauptsignatoren. Jetzt die Vorläufer dieser League, Bund der Nationen, der hatte ein paar interessante Menschen, die damit beteiligt waren, und über die haben wir schon mal geredet bei diesem Vortrag Krieg der Bibeln, nämlich der Präsident von dem Institut für psychische Geschehen in England, der aus der Ghostly Guild, dem Geisterguild, entstanden ist, und da war auch der erste Minister Englands, Balfour, Arthur Balfour, war dabei. Und er war nicht nur das Haupt of the Society of Psychic Research, wo die Geister studiert wurden und der auch der Ursprung ist der Kanalisierung von Geistern, sondern er hatte auch eine Gruppe, die nannte sich die synthetische Gruppe, the Synthetic Society, und der ihr Ziel war, um eine Weltreligion herbeizuführen. Und er hat dann Frederick Myers, auch von dieser psychischen Parapsychologie-Gruppe, gefragt, um sich zu beteiligen. Und sie waren zusammen verantwortlich für das Vorwort für diese vereinigte Religion. Und in dem Dogma ist eingeschlossen, dass entschlafene Geister mit uns reden können. Also das sind so die wichtigen Persönlichkeiten, die bei den Verfassungen etwas zu tun hatten. Dann wurde Elgar Hiss, wurde der erste Secretary General. Was ist das? Hilf mir. Generalsekretär. Gut, er war nicht der Erste, er war der Stellvertretende oder der Acting, bis sie einen gewählt hatten. Und dann stand hier im Time Magazine von 45, er gehörte zu einem der Klügeren von der State Department von England. Und er war natürlich auch Sekretär der Bilderberger zusammen mit Joseph Johnson. Und die haben dann auch das UN-Charter geschrieben. Und es ist fast genau das gleiche wie das Kommunistische Manifest. So, nur so nebenbei gesagt. Also die Constitution, die Verfassung der
der USSR ist fast identisch an der Verfassung der UNO. Für jedes Ding, was ich sage, immer ein Zitat. Ich sage heute überhaupt gar nichts, dass niemand sagt, bitte, Walter Veit hat es gesagt, er hat es nicht gesagt, Sie werden es selber sagen. Gut, Winston Churchill, der war ja auch drudischer Freimaurer, hat gesagt, die Schöpfung einer autoritären Weltordnung ist das endgültige Ziel, nach dem wir streben. Also wir zielen nach einer Weltordnung. Charles de Gaulle hat gesagt, die Nationen müssen sich vereinen in einer Weltregierung oder sie müssen verschwinden, sie müssen aussterben. So, das sind ja nicht gerade die kleinsten Persönlichkeiten, die dabei betroffen waren, das sind schon wichtige Zitate. Und dann, diese Person hier, Chick Raleigh, war der erste offizielle UNO-Sekretärgeneral. Und danach kam Dag Hammarskjöld, der war der zweite, der war ein schwedischer Sozialist. Und dann kam U Thant, der war der dritte und der war Marxist. So haben wir eine interessante Liste, die hier nacheinander kommt. Jetzt, was hat der dritte Sekretärgeneral von der UNO, U Thant, zu sagen gehabt über eine Weltregierung? Er sagt, Weltföderalisten halten für uns die Vision einer vereinigten Menschheit, die im Frieden unter einer gerechten Weltordnung leben, und das Herz des Programmes, eine Welt unter Gesetz, ist realistisch und erreichbar. Also die großen Köpfe haben gesagt, wir wollen hierdurch eine Weltregierung zusammenstellen. Da ist U Thant dann auch mit Papst Paulus dem VI. Zusammen. Und ein späterer Sekretärgeneral, Waldheim, der ist auch dabei. Und jetzt wundert man sich, wie das so schön zusammenpasst. Denn der hier an der linken Seite, der war Marxist, U Thant. Und der hier an der rechten Seite angeblich, das müsst ihr mir jetzt sagen, was sagt die Presse? Er war Nazi. Also, wie passen die beiden denn als Nachfolger hintereinander als Sekretärgeneral? Da muss man das hegelische Prinzip, These, Antithese, verstehen. Sie gehören eigentlich nicht zu irgendeinem, sie sind nur interessiert in der Synthese. Dieser Papst hat natürlich als erstes dieses Kreuz gebraucht und Papst Paulus VI. Hat dann auch zu dieser Zeit gesagt, in einem päpstlichen Enzyklikel, dass er nannte Called on the Nations to Abandon Sovereignty to Form a World Government. Also er war der Papst, der dann gefragt hat, gib eure eigene Regierung auf und werde Teil einer Weltregierung. Also U Thant hat es gesagt, die Sekretärgenerale haben es gesagt und der Papst hat es gesagt. Für jedes ist da ein Zitat. Er hat natürlich auch gebraucht, dieses gebogene Kreuz als erster. Und hier ist ein Zitat, Broken Cross, wo es ganz eindeutig ist, dass dieses gebrochene oder gebogene Kreuz okkultisch ist. Und es ist, wurde gebraucht durch Magier und Hexer und hat einen biblischen Namen, Malzeichen des Tieres. Nicht nur er gebraucht es, sondern natürlich auch Johannes Paulus II. Sie wollen auch eine geistliche UNO herbeibringen und in diesem Sinne gibt es mit der UNO affiliiert eine Organisation, die nennt sich Temple of Understanding, der Tempel des Verstehens, Temple of Understanding. Und die haben einen Brief, den sie regelmäßig herausgeben, der heißt World Goodwill Newsletter. Also das ist eine Organisation in der UNO, die sich dafür bewirbt, dass alle Religionen eins werden. Und dieser Brief hier, der erste, der hier aufgezeichnet ist, von Juliet Hollister 1960, als eines ihrer Ziele ist es, um herbeizubringen, eine geistliche UNO,
eine geistliche UNO. Jetzt, wer waren die Unterstützer dieses Tempels von Understanding, damit wir nicht denken, das ist irgend so eine kleine Randorganisation, wie dann meist gesagt wird. Also die ersten Unterstützer und Unterschreiber dieser Organisation war Utant selber, der Sekretärgeneral, Eleanor Roosevelt war dabei, Thomas Merton, Nehru, Anwar Sadat und Radhakrishnan waren alle dabei. Und die haben ihren Sitz an einem interessanten Platz, von wo aus sie arbeiten. Sie sind nämlich bei der Kathedrale von St. John the Divine. Und dieses St. John ist ja schon sehr interessant. Das geht um die Johanniter. Und das ist eine Organisation, die früher gnostisch war. Aber natürlich, sie sind eine Kathedrale, die episkopale Kirche funktioniert von hier. Das ist auch die ultraliberale Kirche, wo, naja, alle interessante Bischöfe heutzutage geweiht werden. Da ist diese Kathedrale, die Kathedrale von St. John the Divine, das ist ihre eigene Webpage, und das ist die Episcopi Diocese von dieser Gruppe und ist die größte Kathedrale der Welt. Jim Garrison, Präsident von der New Age Gorbachev Foundation, der sagt, wir werden mit einer Weltregierung enden, es ist unvermeidlich. Es wird Konflikt geben, es wird Diskussionen geben, es wird Konsensus geben, das ist alles Teil davon. Wir werden Geburt einer neuen globalen Zivilisation, wir werden die Geburt einer neuen globalen Zivilisation sehen. Und Jessops, Council of Foreign Relations Mitglied und auch vom World Court, schreibt, ich stimme ein, nationale Souveränität ist die Ursache alles Übels. Also ein souveränes Deutschland oder was auch immer muss verschwinden, das muss alles eins werden. Und dann kommt das humanistische Manifesto und das schreibt, die schreiben, wir deplore, wir bereuen alle Division, alle Scheidung auf nationalistischem Grund. Also diese nationalistische Souveränität, die muss aufgegeben werden. Wir brauchen eine Weltgemeinschaft. Ein Zitat nach dem anderen. Hier ist eine sehr wichtige Persönlichkeit, sehr hoch angesehen in der Welt, Robert Mueller, von dem werden wir viel mehr hören heute. Das ist der vorige Untersekretär General der UNO. Und er sagt, wir müssen uns schnell, so schnell wie möglich, auf eine Weltregierung einigen, wir müssen da uns hinbewegen, eine Weltreligion und einen Weltführer. Na, das ist ja toll. Also das ist, was der Untersekretärgeneral sagte. Eine Weltregierung, eine Weltreligion und einen Weltführer. Das ist Faschismus. So war es im Mittelalter, im alten Rom. Da gab es eine Welt unter dem Papsttum. Es gab einen Führer, das war der geistliche Führer. Der hatte die Macht vom Himmel, um auch die anderen Könige zu regieren. Und es gab eine Religion, die anerkannt wurde und alle anderen weg damit. Jetzt, wer ist der geistliche Vater dieser UNO und dieses neuen Denkens? Ich muss immer wieder zurückführen zu den Jesuiten, denn die stecken hinter allem. Und so auch hier Pierre Teilhard de Chardin. Und das ist ein ganz interessanter Mann. Das war ein Jesuit. Und Dr. Robert Mueller sagt, Teilhard de Chardin hat immer die UNO gesehen als ein progressives Institut seiner Philosophie. Also die UNO wurde durch Teilhard gesehen als ein Institut seiner Philosophie. Das ist natürlich logisch, wenn wir fragen, was war denn seine Philosophie? Teilhard schrieb, obwohl wir jetzt noch nicht die Form sehen können,
Der Mensch bewegt sich morgen bis morgen zu einer pan-organisierten Welt, eine Weltreligion. Robert Miller schreibt hier auch, Tyler de Chardin hat seinen Companion, Freund, Father Brevi, inspiriert, und um ein neues, progressives, globales Denken in der UNO am Gange zu setzen. Er sagt auch hier, ich selber bin tief beeinflusst worden durch Teilhard de Chardin. Also Teilhard de Chardin, was hast du denn eigentlich zu sagen? Das ist ja eigentlich wichtig. Irgendein Teilhardianer wird erkennen, dass es eine geistliche Transzendenz gibt, und das wird Teil werden unserer nächsten Evolution. Wir gehen also aus dem jetzigen System heraus in ein neues geistliches System. Also Teilhard de Chardin, das sind alle Quellenangaben, er war ein französischer Jesuitenpriester, er war ein Marxist, er war ein Pantheist, er war ein Evolutionist, es wird sogar behauptet, dass er mit dem Piltdown-Menschen vielleicht etwas zu tun gehabt hat. Er war Humanist und er ist bekannt als der Vater der New Age. Das ist Teilhard de Chardin. Was hat er denn gelehrt? Er hat geträumt von einer Humanität, die sich mit Gott vereinigt, und jeder muss einsehen, dass er eine Gottheit besitzt. Und dann sind wir beim Omega-Punkt, wenn wir einsehen, dass wir selber Gott sind. Und das ist die Lehre, die die New Age inspiriert hat. Und er wird am meisten zitiert durch New Age-Okkultisten. So sah er aus, das ist die Webpage, kann man auch bei den Jesuiten nachlesen. Ich habe es auch da nachgelesen, was sie so über ihn sagen. Hier sind ein paar seiner Aussagen, damit wir auch von ihm selber mal was hören. Es ist ein Gesetz des Universums, dass in allen Dingen da vorher eine Existenz war. Vor dem irgendeine Form da ist, gab es a priori eine weniger evolvierte Form. Jeder von uns evolviert zur Gottheit. Wir werden alle Gott. Was ich vorschlage, ist, dass wir die Lücke kleiner machen zwischen dem Pantheismus und dem Christentum. Ist ja interessant. Also das Christentum soll verheidnischt werden. Und wir können den sogenannten christlichen Geist von dem Pantheismus hineinbringen. Ich kann gerettet werden, nur indem ich eins mit dem Universum werde. Noch ein Zitat. Und ich glaube, dass der Messias, auf den wir warten und der auch, den wir alle erwarten, ein universaler Christus ist. Das ist zu sagen, der Christus der Evolution. Naja, ich warte auf einen anderen Christus als dieser Teilhard de Chardin. Mit diesem Christus hier will ich überhaupt gar nichts zu tun haben, denn die Bibel lehnt den sehr stark ab. Teilhard de Chardin, wir haben eine Zusammenkunft von Religionen, eine generelle Zusammenkunft der Religionen, die sich auf einem universalen Christus beruft, der alle zufriedenstellt. Muss also die Moslems und die Hindus und die Buddhisten und die Christen alle zufriedenstellen. Das ist die einzigste Möglichkeit, wie die Welt bekehrt werden kann. Und die einzigste Form, in welcher eine Religion der Zukunft verstanden werden kann. Habt ihr das alle kapiert? Also darum geht es hier in dieser UNO. Jetzt, was ist die eigentliche Agenda dann dieser UNO? Gehen wir mal zu den verschiedenen Generalsekretären. Fangen wir mal an mit dieser Person hier, Dag Hammarskjöld. Er war Sekretärgeneral. Wurde 1953 Sekretärgeneral und kam von Schweden und war Sozialist. Und er hat in der UNO einen Gebetsraum aufstellen lassen. Da ist er mit einem viereckigen Altar und dann einige Bilder hier hinten mit einem Auge versteckt
in der Kunst da hinten und es ist wie ein Trapezium gebaut. Brauchen wir ja nicht alles nachlesen, da steht's. Das Symbol der UNO kommt auch von alten heidnischen Religionen. Der Kranz und der Kreis kamen vom Sonnenkultus. Und in diesem Raum, das aufgebaut ist wie eine Pyramide, sehen wir, dass das ein okkulter Baustil ist. Hier ist ein Zitat, hat eine okkulte Symbolik. Und in der Mitte ist das alles sehende Auge. Der Meditationsraum zeigt Nordost. Man muss in den Raum von der Dunkelheit ins Licht kommen. Und in Mittelordnung der satanischen Brüderheit ist der Orden der Trapezoid. Also Trapezoid-Baustil ist der Mittelorden der satanischen Lehre. Anton LaVey war der Gründer der Satanskirche und er hat auch gesagt, da ist ein Gesetz des Trapezoid. Also der Raum ist voll okkult, der in der UNO gegenwärtig ist. Robert Mueller sagt, man kann viele Geschichten erzählen. Robert Mueller war jetzt der Untersekretär General, der geistliche Führer so im Hintergrund der UNO, obwohl die anderen natürlich alle mit ihm einsgesinnt waren. Er sagt, hier kann man viele Geschichten erzählen, wie die UNO sich verändert hat über Zeit und dass der Dag Hammarskjöld Gott gefunden hat hier und eine mystische, spiritualistische Sicht gehabt hat von dieser Gottheit. Gut, jetzt was ist der Hintergrund in dieser UNO, was die Gottheit betrifft. Da müssen wir erstmal lesen, was Foster und Alice Bailey zu sagen haben. Alice Bailey war die Führerin der theosophischen Bewegung nach Madame Blavatsky und Addie Ward Besant. Und wir haben ja gesehen, dass sie voll Luziferier waren, das werden wir hier auch sehen. Und sie haben eine Gruppe, die World Goodwill Gruppe, gegründet. Eine offizielle, nichtstaatliche Organisation in der UNO, die erwarten die Wiederkunft des Christus, nicht zu verwirren mit Jesus Christus. Dieser Robert Mueller, der sagt hier in seinem Schreiben, Robert Mueller, Decide to Be, schreibt er. Er ist natürlich erstmal, was seine Berufstätigkeiten sind. Er ist auch Chancellor von der United Nations Universität des Friedens. Und er ist der Vorsitzende von der Peace, der Friedenspartei 2000. Und er hat natürlich auch den Preis als Friedensfürst der UNO empfangen und den Preis von UNESCO. Ist also ein ganz hohes Tier in der UNO. Er sagt, entscheide dich zu öffnen für Gott, zu dem Universum, zu deinen Brüdern und zu deinem inneren Ich, zu dem Potenzial der menschlichen Rasse, die unendliche innere Selbst und wir werden eins mit dem Universum. Du wirst unendlich und du wirst endgültig dein wahres, wirkliches, göttliches, großartiges Selbst entdecken. Ganz eindeutig, was war er? Okkultist, New Ager oder ist. Glaubt, dass wir Gott sind. Das sind die Führer der UNO. Jetzt, Robert Mueller ist verantwortlich für das World Core Curriculum. Das ist die Lehre, die in allen Schulen der Welt gelehrt werden muss. Allen Schulen der Welt. Also wenn eure Kinder in der Schule sind, das ist die Lehre, die in diesen Schulen gelehrt wird. Und wir fragen ihn direkt, wie stehst du damit? Robert Mueller schreibt in the World Core Curriculum Preface, in dem Vorwort schreibt er, die unterliegende Philosophie, auf der die Robert Mueller Schulen gegründet sind, werden wir finden in den Lehren von Alice A. Bailey. Also brauchen nicht mehr Zweifel, er sagt es ja selbst. Und die Schulen
die jetzt zertifizierte, anerkannte UNO-Schulen sind, haben eine internationale Zusammenarbeit für den Frieden. Unsere Kinder müssen alle umgelehrt werden. Wir werden bald sehen, wie das passieren soll. Es ist ein schrecklicher Vorgang. Denn sie müssen deprogrammiert werden. Es muss etwas raus und etwas anderes rein bei den Kindern. Aber die Philosophie, auf die es gegründet ist, ist Alice A. Bailey. Gut, was sagt denn Alice A. Bailey? Sie sagt, dass wir auf dem Weg sind zu einer neuen Zeitalter und dass da drei okkulte Faktoren sind, die in diesem Plan tätig sind. Sie nennt nicht die drei okkulten Faktoren, aber sie sagt, die UNO ist der Kern und die Saat, wo diese Meditationsgruppen sich zusammenfinden. Und es geht hier um den buddhistischen Ebene. Der Buddha ist ja eigentlich nur dieser kommende Christus. Und hier wird es gefunden in dieser Hierarchie. Sie war die Nachgängerin von Helena Petrovna Blavatsky und Annie Ward, die wir ja schon gesehen haben als hochgradige Freimaurer. Hier haben wir Blavatsky in einer ihrer Vorstellungen. Da gibt es auch die große Invokation, die eigentlich Luzifer geweihtet. Annie Besant haben wir ja schon so gezeigt. Und sie sind die Urheber der Theosophie, die Unsterblichkeit des Menschen, Reinkarnation und die Gottheit des Menschen. Und die Information für diese These ist kanalisiert, kommt von einem Geist, der nennt sich Dwal Kul, ist natürlich voll satanische Lehre. Die Bibel sagt, das sind Geister der Dämonen, die diese Wunder wirken und die Könige der Welt sammeln in der ganzen Welt für den großen Tag des Herrn. Also die Könige werden hier gesammelt. Um nur mal ganz wieder sicher zu machen, Blavatsky hat geschrieben, Luzifer ist Leben, Vorausgang, Zivilisation, Freiheit, Unabhängigkeit. Luzifer ist der Logos, das Wort, die Schlange und der Erlöser. Sie schreibt, Satan ist der einzige Gott unseres Planetes, ist der Gott unseres Planetes und der einzigste Gott. Und dann sehr interessant, die Jungfrau ist die Mutter der Götter und der Teufel gleichzeitig. Sie ist auch eine Gottheit, aber sie ist gleich Luzifer oder Luziferius. Luzifer ist göttlich, irdisches Licht, Heiliger Geist, Satan, alles gleichzeitig. Also wenn wir eine Muttergöttin haben, dann haben wir eigentlich einen Luzifer nach dieser Aussage. Denn Satan ist androgenisch. Er kann in der männlichen Form oder in der weiblichen Form sein. Und das ist, was die Theosophie lehrt. Das war die Lehre von Alice A. Bailey. Also Alice A. Bailey war die Führerin und sie hat dann ihre Bücher herausgebracht in diesem Verlag Lucifer Publishing Company. Da haben sich Leute schrecklich aufgeregt, da haben sie es geändert nach Lucis Trust. Also diese Alice A. Bailey empfängt kanalisierte Botschaften von diesem Dämon Dwal Kul und schreibt diese Bücher. Es ist interessant, dass in einer Zeit, wo diese Frauen diese Bücher zusammenstellen über den Okkultismus, das ist eine Zeit, wo hier durch Frauen geschrieben wurde wie noch nie zuvor, gibt es eine andere Frau, die gleich viel schreibt, genau das Gegenteil von diesem. Ich möchte mal gerne ein Buch schreiben, die Propheten der Endzeit, und die dann mal vergleichen. Und dann wollen wir mal sehen, wie die eine, die dagegen schreibt, verachtet wird in der Welt, verpönt wird, verhöhnt wird, abgemacht wird als eine Epileptikerin und was weiß ich alles. Und die, das ist die Philosophie der UNO. Naja, ist ja interessant, wo wir hingehen. Probleme der Menschheit, die Wiedererscheinung des Christus mit Freimaurerzeichen drauf. Und Alice A. Bailey schreibt, ich vergesse alles, was hinter mir ist. Ich widme mich ganz und gar diesem kommenden einen. Sie hat ja definiert, wer das ist Luzifer.
Und ich habe nur ein Lebensziel, und das ist, das Menschenverstand und Herz vorzubereiten für dieses Ereignis. Die andere Prophetin, die das auch Aussagen hatte über den Christus, sagt, Jesus Christus kommt wieder. Aber das ist der kommende eine. Dann schreibt sie, der Christus wirkt in jedem Menschen unabhängig von welcher Religion er gehört. Wir brauchen keine Christen sein. Wir brauchen auch keine Buddhisten oder Mohammedaner sein, um diesen Christus anzunehmen. Wir brauchen nur Liebe, Liebe dem Nächsten gegenüber und damit basta. Also es geht nicht um Wahrheit, es geht um Zitate. L.S.A. Bailey, Reappearance of the Christ. Er wird kommen in einer Welt, die essentially one world, also sozusagen eine Welt. Braucht noch nicht vollkommen sein, das ist interessant. Die Welt braucht noch nicht ganz vollkommen zusammen sein, dann wird er kommen, schreibt sie. Jetzt müsst ihr auch nicht vergessen, dass das die Philosophie der UNO ist, nach Robert Mueller. Und sehr interessant ist auch, dass dieser Geist, dieser Christus, wird herbeibringen einen Geist der Inklusivität. Inklusiv. Und es wird durch ihn kanalisiert werden. Und alle werden automatisch zu ihm hingezogen werden. Und sie brauchen nicht zu einer der großen Religionen gehören für dies, um zu passieren. Also dieser Geist wird alle an sich ziehen und es ist ein Geist der Inklusivität. Aber diejenigen, die einen Geist der Exklusivität und Absonderung haben, werden automatisch dargestellt werden, für was sie sind. Wow, was heißt denn das? Was sagt die Bibel? Kommt und werdet inklusiv. Sagt die Bibel das? Oder sagt die Bibel, kommt heraus und sondert euch ab? Was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, kommt heraus und sondert euch ab. Dieser Geist sagt nein. Du brauchst zu keiner bestimmten Religion gehören, solange du inklusiv bist, solange du mit reinkommst. Wenn du nicht reinkommst, dann wirst du automatisch da stehen wie ein verletzter Daumen. Jeder wird dich sehen. Also, er wird kommen, er wird unfehlbar kommen, wenn Friede sozusagen hergestellt ist oder ein Maß des Friedens gegenwärtig ist. Und was ist die Vorbereitung, die wir brauchen für diesen kommenden Christus? Wir brauchen eine deutliche Linie zwischen Nation und Nation, also Nationen müssen zusammenkommen, das haben die ja auch alle gesagt, Religion und Religion, Religionen müssen zusammenkommen, Gruppen und Gruppen, Männer und Männer, alle in einen Topf hinein. Also Dogma und Lehre können vielleicht unterschiedlich sein, sagt sie, in den verschiedenen Religionen, aber das hat nichts damit zu tun. Menschliche Verhältnisse sind die, was zu sagen haben. Wir sind alle gleich und wir können vieles voneinander lernen. Und wir müssen immer diesen weltguten Willen müssen wir verbreiten und richtige menschliche Beziehungen nachschreiben. Und dieser Christus wird einen menschlichen Brüderschaft der Menschen herbeifügen, so ein Bund. Und das ist der Ausdruck Gottes Liebe. Gut, also die Menschen sollen inklusiv werden, Religion und Religion muss sich finden, Nation und Nation muss sich finden. Und wer da nicht mitmacht, der wird als Außensteher dastehen. Und die UNO soll der Tag werden, der den Odem der Unsterblichkeit in das menschliche Wesen hineinbläst. Dieser Mann hier ist Sri Chimnoy, das ist der angestellte Geistliche der UNO. Und er ist ein großer Bodybuilder, wie wir hier auch sehen. Und er sagt, die UNO führt uns zu dieser obersten Einheit, Supreme Oneness. Dieses Oneness
ist ein Ausdruck für luziferische Einheit. The ultimate source, der ursprüngliche Boden. Der Dalai Lama sagt genau das Gleiche. Wir müssen zusammenkommen, damit wir eine große menschliche Familie formen. Gut, so das so ein bisschen die Philosophie hinter der UNO. Ihr seht das Logo der UNO und das Logo von den Hethiten hat sehr viel im Gemein. Und der Kranz natürlich war immer der Kranz der Göttin. Das sieht man auch auf allen Münzen. Alle zusammen, wir sind eine Welt. Was ist dann die Agenda der UNO? Wir müssen den Menschen und die Natur, müssen wir einigen. Darum jetzt auch so viel über Natur. Das ist Pantheismus. Wir müssen den Unterschied zwischen Männern und Frauen, der muss verschwinden, Androgynie. Wir müssen einen Weltfrieden ohne Kernwaffen haben, eine Weltregierung, eine Weltreligion. Und die Organisationen, die da mithelfen, sind natürlich die Council of Foreign Relationships, die UNO natürlich selbstverständlich, die Trilateral Commission, die Bilderberger, die Gorbatschow Foundation und die Club of Rome. Und es gibt schon offiziell eine Constitution for World Government, eine Verfassung für Weltregierung. Jetzt muss der Mensch umgelehrt werden. Also Education, Erziehung. Jutant, das ist der vorige Sekretärgeneral, sagt, die Welt wird sich nicht verändern, wenn es nicht eine neue Erziehung gibt. Kinder müssen also neu gelehrt werden. Das ist sehr interessant. Der vorige Direktor der World Health Organization, Dr. Brock Chisholm, schreibt, um eine Weltregierung zu haben, ist es notwendig, um von den Köpfen der Menschen, vom Verstand der Menschen, den Individualismus zu entfernen. Habt ihr das mitgekriegt? Der Individualismus muss entfernt werden. Die Loyalty, was ist das in Deutsch? Treue. Die Treue der Familientradition gegenüber, der nationalistische Patriotismus und der Religionsdogma muss aufgegeben werden. Wow! Ich darf kein Individualist mehr sein. Meine Familie ist auch nicht mehr so wichtig. Wo haben Sie denn das geübt? Haben Sie das nicht geübt in den kommunistischen Ländern, dass sogar die eigene Familie verraten hat, wenn der Staat es nötig hatte? Ja oder nein? Ja, das haben sie gemacht. Und der Individualismus, hatte man als Person etwas zu sagen? Ja oder nein? Nein, weder man hat was gesagt. In Christus, wie sieht es denn da aus? Wir sind alle gruppenverantwortlich für unsere Erlösung. Ne? Nein, das ist katholische Lehre. Bei der katholischen Lehre, wenn ich nicht gut genug war, dann darf ich mir etwas leihen von der Güte der Heiligen. Ich darf mir da was rausschöpfen und einen Löffel davon trinken, dann bin ich auch gut genug. Das ist inklusives Denken. Aber die Bibel lehrt exklusives Denken. Ich stehe vorm Richterstuhl. Nicht, was ich gesagt habe oder was ein anderer gesagt hat, ist maßgebend, sondern wenn ich vor Gott stehe, ist es nur das Ich. Und jeder von uns ist unterschiedlich. So wie Gott uns von außen geschaffen hat, so hat er uns von innen geschaffen. Und schaut, wollen die zwei, die absolut identisch sind, bitte aufstehen. Nicht erst Zwillinge können das machen, denn sie sind im Wesen anders. Also dieser Prophet der Hoffnung, dieser Top-Level Global Statesperson, dieser Vorsitzende der Friedenspartei 2000, dieser Chancellor der Universität des Friedens, mit seinem World Core Curriculum wird er genannt der Vater der globalen Education, Erziehung. Und er hat auch ein Framework for World Media Coverage. Das heißt, was ihr auf dem Fernsehen seht, ist alles durch diese Systeme schön überarbeitet, damit ihr nur seht, was ihr sehen sollt. Und dann gibt es auch ein Framework for Planetary and Cosmic Consciousness, also einen geistlichen Rahmen und dann auch einen Rahmen für Kunst und Kultur. Müller ist die Autorität für dieses Curriculum und er sagt, wir müssen unsere Kinder steuern
zu einem globalen Citizenship, Staatsbürgerschaft. Irdisch zentrierten Glauben, nicht gotteszentrierten Glauben, sozialistische Values, Werte, ja, und ein kollektives Mindset. Wir dürfen also, wir gehen zurück zum Narzissmus und zum Kommunismus. Damit, dahin müssen wir hin. Und das muss passieren vor dem 21. Jahrhundert. Das ist ja schrecklich. Wie geht es denn weiter mit diesem World Core Curriculum? Bis zum Jahr 2000 sagt Robert Miller, das sind alles seine Zitate, er ist ja der Führer, er ist verantwortlich dafür in der ganzen Welt, bis zum Jahr 2000 wird es eine Down-to-Earth-Realität sein in allen Schulen der Welt. Habt ihr das mitgekriegt? Allen Schulen der Welt. Also die Philosophie in unseren Schulen ist diese Philosophie. Und die wird auch nach Gesetz ausgeübt werden. Ich habe ja als Professor an der Universität von unserer Regierung die Richtlinien bekommen für den geistlichen Unterricht an unserer Universität und allen Instituten im ganzen Land. Und da stehen einem die Haare zu Berge, dass wenn man je nur Jesus Christus nennt, kann man ins Gefängnis kommen. Das ist ja schlimm, was die da sich ausgedacht haben. Und die Philosophie für diese Schule ist Alice A. Bailey, eine luziferische Frau, die den Satan anbetet. Hier ist der World Core Curriculum, our planetary home and a place in the universe, unser Planet, unser Platz in der Zeit, das ist Evolutionslehre, die Familie der Humanität, das ist der Humanismus und das individuelle Leben ist nur da, um der als Zelle, um den Organismus, dem Staat zu dienen. Naja, kann man ja selber nachlesen, was die da lehren bei unol.org. Dann kommen wir, schauen mal, was die Philosophie so ist. Hier sind die affiliierten Organisationen, voll okkult natürlich. Da wird der Schamanismus gelehrt, astrophysischer Schamanismus, eine Präexistenz, Drumming, Ceremonial Sharing, Soul Retrieving, wir können mit den Geistern reden und so weiter. Und jeder von uns kann in die Vergangenheit, Okkultismus wird hier gelehrt. Und die UNO hat so einen weltökonomischen Plan, einen Welternährungsplan, Gesundheitsplan, literären Plan, Employmentplan, Arbeitsplan und einen industriellen Plan. Gut, jetzt gibt es eine Suborganisation in der UNO, die heißt UNESCO. Wir wollen mal fragen, wie ist die denn entstanden? Julian Huxley, der war der Direktor von UNESCO, er war Humanist des Jahres und er hat gehört zur Fabianischen Organisation und er hat das Humanistische Manifesto 2 hat er unterschrieben. Das sind also die Führer in diesen Organisationen. Wer hat die Verfassung geschrieben? Das war Archibald MacLeish, hat die UNESCO-Verfassung geschrieben und der war Mitglied von der satanischen Organisation Skull and Bone. Haben wir schon drüber geredet. Und er war auch für eine Weltregierung. Dann, was hat er noch unterschrieben? Jetzt müssen wir schön aufpassen. Niebuhr, UNESCOs Mitgründer, hat auch dieses Dokument Circus unterschrieben. Und zwar hat er das unterschrieben am Oktober, den 16. 1969. Und es ist erschienen in der New York Times. Jetzt, was wird denn da gelehrt in diesem Ding, was er da unterschrieben hat und was die UNESCO jetzt verbreitet? Es ist die Position von Circos, dass Verhütungsmittel an allen verteilt werden müssen, auch Minors. Das heißt, Unmündige, kleine Kinder. Kleine Kinder müssen Verhütungsmittel bekommen, wenn sie es haben wollen. Contraceptive Care, Circos sagt auch, dass explizites Sexualmaterial verbreitet werden darf. Manchmal wird es Pornografie genannt, naja. Aber es kann zum Guten dienen und es darf auch nicht den Kindern ferngehalten werden. Also jetzt kann ich verstehen, warum bei uns im Land zum Beispiel einer, der bei den kleinen Kindern in den Grundschulen
vorführt, allerhand Dreck, über den ich hier nicht reden will, wie um AIDS zu verhüten, aber so explizit, so schmutzig, so dreckig, mit solchen Schimpfworten, die man über den Mund nicht nehmen darf, damit die Menschen auf ihrer Ebene erreicht werden, solche Schmutzworte, solche Schmutzvorführungen bei kleinen Kindern, werden sie verehrt mit Ehrendoktorsgrad von diesen Organisationen. Jetzt müssen wir verstehen, dass der Satanismus und der luziferische Glauben ein Sexkultus auch ist. Da können wir ja verstehen, warum die Welt so verschmutzt ist. Und worin werden unsere Kinder ausgestellt? Und was sieht man auf dem Fernsehen? Irgendetwas. Schalt's an, da ist alles drauf, vom Schlimmsten bis zum Schlimmsten. Früher war das ja nicht erlaubt. Warum ist es jetzt nicht nur erlaubt, sondern sogar in Primetime, gegenwärtig, in fast jedem Land der Welt? Da stecken dahinter die, die die Medien organisieren. Und das sind die lieben UNESCO-Leute und all ihre sogenannten Mitarbeiter. Ja, sie wollen natürlich auch politische Einheit. Und über UNESCO brauchen wir dann nicht mehr viel reden. Aber es soll auch kommen zu einer Weltbürgerschaft. Gut, hier ist der Report von der Eröffnung des fünften Volumes. Im Klassenzimmer sollen diejenigen unter 13, bevor das Kind in die Schule geht, müssen wir wissen, dass sein Verstand schon programmiert ist, injuriously. Das heißt, das Kind, wenn es in die Schule kommt, ist schon beschädigt. Ja, durch wen denn? Das Kind, wenn es in die Schule kommt, ist beschädigt. Durch wen? Durch die Eltern. Denn die haben ihn ja in den Kopf gesagt, sitzt vielleicht, es gibt einen Herr Jesus oder eine Norm über wie man sich verhält und eine Religion und so weiter. Also das Kind ist also schon beschädigt. Während diesem frühen Einflusses und was es zu Hause bekommt. Also das ist jetzt das Manifest, das rausgeschickt wurde an alle Lehrer. Das Kind ist schon beschädigt, wenn es in die Schule kommt. Wir müssen, Seite 8 dieses Manifests an die Lehrer sagt, wir müssen diese Fehler von Home Training, müssen wir aus dem Kind entfernen, damit es Mitglied einer Weltorganisation wird. Aha, ganz interessant. Auf Seite 58 in diesem Guidebook für Lehrer sagt es, we have to combat family attitudes. Also das, was in den Familien gelehrt wird, muss abgebaut werden, damit wir eine neue Nation haben. Denn die Kinder sind infektiert mit Nationalismus. Der muss raus. Darf kein Nationalismus mehr sein. Und dann haben sie bestimmte Beispiele hier in Volume 5, Seite 11, von wie das gemacht werden muss. Also wir müssen die Geschichte ändern, wir müssen die Geografie ändern und es ist besser, wenn wir das tun, wenn die Kinder von ihren nationalen Voraussetzungen sich geändert haben. Was sie jetzt versuchen, ist, dass sie jetzt sagen, Kinder müssen weit von jetzt ab bitte früher zur Schule. Warum? Damit das Familienbild nicht die Präge macht, sondern die Schule. In England haben sie jetzt das Gesetz eingeführt, Kinder müssen jetzt mit Alter 3 in die Schule. Pflicht! 3 Jahre vor Schule. Und naja, dann hat man nichts mehr, wenn die Kinder da rauskommen, denn diese Philosophie soll da geprägt werden. Dann gibt es auch eine Organisation, die soll ökologische Gesundheit herbeibringen. Und die Organisation, die da am meisten wirkt, ist die gute Finnhorn-Organisation, auch affiliiert, wollen wir mal gleich zeigen. Erstmal was Interessantes. Francis, St. Francis, der katholische Heilige, der war natürlich Jesuit, das war der Zimmerkamerad von Ignatius Loyola, waren Jesuiten zusammen, wurde durch Papst Johannes Paulus ernannt als der Geistliche, der Heilige für die Ökologie. Also Papst Johannes Paulus sagt, St. Francis ist der Heilige der Ökologie.
Diese Kathedrale, St. John's the Divine Cathedral, die hat einen Tag, Blessing of the Beast, und die haben St. Francis Day gewählt für dieses Ereignis. Und dann Robert Miller von der UNO informiert uns, dass Francis auch von der UNO der Heilige ist für Ökologie. He's the patron saint of the United Nations. Er ist der Heilige für die UNO. Also da liegt er, das ist der UNO-Heilige. Wenn ihr etwas mit ihm zu tun haben wollt, diesem jesuitischen Massenmörder, dann könnt ihr das ja tun. Ich nicht. Gut, jetzt mal die Zusammenhänge. Erstmal 73, UTANT formt eine Organisation für Planetary Citizenship, also Bürgerschaft des Planeten. Und da ist ein New Age Aktivist dabei, den er mit einführt, Donald Keyes. Und die schreiben das Manifest für Planetary Citizenship. Und Donald Keyes, der ist mit Finhorn zusammen und er schreibt, die New Age Gruppen, wir gehen in ein neues Stadium hinein, wo die Natur Schulter an Schulter mit der Humanität arbeitet. Also das soll ein neues Manifest werden. Und Finhorn ist die Organisation, die das in die Welt reintragen muss. Da ist das Logo von Finhorn. Es ist die luziferische Flamme. Die Bücher, die sie rausgeben, das lebendige Wort ist die Lotusblume. Wir sind divinely human, wir sind Götter. Gott sprach zu mir und der Fürsprecher für Finhorn ist diese Persönlichkeit hier, viele Bücher schon geschrieben, Parent as Mystic, Mystic as Parent, also Eltern als Mystiker und mystische Eltern. Die UNO will die mystische Mutter sein für uns alle. Also, David Spengler, was glaubst du denn eigentlich? David Spengler schreibt in The Reflections of the Christ, das wahre Licht Lucifers können wir nicht sehen durch Kummer und Dunkelheit oder durch Ablehnung. Das große Licht, das Licht, das wahre Licht dieses großen Wesens, können wir mit unseren eigenen Augen nur sehen im Lichte des Christus, der inneren Sonne. Lucifer arbeitet in jedem von uns, um uns zur Ganzheit zu bringen. Und wir müssen alle diese sogenannte luziferische Initiation durchmachen. Also kein Zweifel, was die glauben, die hier mit der UNO zusammenarbeiten. Lucifer, schreibt David Spengler, bereitet den Weg vor für den Menschen, um die Christhood, diesen Christus anzunehmen und diese Gegenwart von Christus. Denn Christus kommt von Luzifer. Also kein Zweifel, wir brauchen gar nicht weiter lesen, diesen Mist, den sie da schreiben. Er sagt auch, David Spengler, was denkt er von der Bibel, diese UNO-Leute, was denken die davon? Wir können alle Schriften, die Scriptures, die Bibel, können wir nehmen und alle lehren. Und all die Tablets, das sind die Steintafeln, das ist das Gesetz und all das Gesetz. Und dann können wir ein paar Marshmallows dazu machen und können wir ein schönes Feuer machen und das alles zusammen verbrennen. Das ist den einzigsten Wert, den sie haben. Okay, das ist die Philosophie der UNO. Meine Güte, wo gehen wir da hin? Es kommt auch eine neue ökonomische Weltordnung. Naja, darauf arbeiten sie ja ganz schlimm hin. Ich gehe das nicht alles vorlesen hier. Ich lasse es nur da, ihr könnt es ja selber lesen, wie sie eine ökonomische Weltordnung herbeibringen wollen. Eine internationale ökonomische Weltordnung. Aber heute Nachmittag geht es bei mir um etwas anderes. Es geht um Religion. Sie wollen auch die Welternährung ordnen. Und Benjamin Cream schreibt, dass industrielle Ökonomisten und so weiter, alle haben sich schon einen Blaudruck von wie das vor sich gehen muss. Und sogar der Maitreya, dieser sogenannte Christus, hat schon gesagt, dass die UNO die wichtigste Rolle in diesem Ereignis spielen wird. Offenbarung 17 sagt, die 10 Hörner, die du sahst, sind 10 Könige, die noch nicht ein Königreich empfangen haben, aber für eine Stunde werden sie ihre Macht dem Tiere geben.
Gary H. Carr zeigt, wie die Welt früher durch den Club of Rome aufgeteilt wurde durch 10. In 10, das ist schon ein bisschen geändert seitdem, und wer die regierenden Mächte sind. Wir Gorbatschow Foundation sagt, wir erleben die Geburt einer neuen globalen Zivilisation. Jetzt gibt es noch was Interessantes. Es wird eine neue Organisation gegründet. Erstmal hier die Logos von der CIA, NATO, MI5, da ist das alles sehende Auge, CFR, der Reiter auf dem weißen Pferd. Das ist alles okkult. Jedes von diesen Symbolen ist okkult. Trilateral Commission hat 666. Selective Service System, SSS, der sechste Buchstabe im Griechischen ist 666, FFF, der sechste Buchstabe in unserem und so weiter. Jetzt, wie steht es um diese neue Weltreligion? Gut, wir zitieren die UNO selbst. Robert Mueller: War es nicht unvermeidlich, dass die UNO auch irgendwann eine geistliche Dimension bekommt? Er sagt: Da ist ein berühmtes Poster von Christus, der an dem UNO-Gebäude klopft. Da sagt er das, hier, Robert Mueller. Most of all they taught me happiness, schreibt er. Und er möchte gerne hineinkommen. Ich stelle mir oft vor, eine mehr genaue Aufzeichnung, eine UNO, die der Leib Christi wird. Aber jetzt wissen wir ja, welcher Christus das ist. Das haben wir jetzt gerade festgestellt. Dieser Christus ist nicht Jesus Christus, dieser Christus ist Luzifer. Papst Johannes Paulus hat gesagt, wir sind die Stonecutters und Artisans, die Bauherren. Das ist Freimaurerei-Sprache. Und dieses Tapestry wird einen neuen Zustand in der Menschheit herbeibringen. Und das wird passieren. Hier, in the last third of our century, also vor dem Jahr 2000, Robert Mueller schrieb das in 85. Und es wird eine Realität werden. Und at his choice hour, wenn er es wählt, dieser Christus, dieser absolute Supreme, wird die Siegesglocke klingeln hier auf Erden. Robert Mueller schreibt: Wir müssen uns öffnen für das wahre göttliche innere Ich. Und dieser Christus wird dafür sorgen, dass der Planet eine Humanität wird. Die weltgroßen Religionen haben alles ein Ziel. Die haben ein Ziel. Und wir brauchen eine weltweite geistliche Ökumene, eine religiöse Zusammenarbeit mit Instituten, und das wäre für den Christus am nächsten am Herz. Und Frieden wird unmöglich sein, wenn wir nicht den Fundamentalismus beherrschen. Habt ihr nicht viel von Fundamentalismus gehört in letzter Zeit? Aha, sind also diejenigen. Was ist ein Fundamentalist? Naja, die Zeitung wird euch sagen, ist einer, der sich voll Sprengstoff stoppt und sich in die Luft bläst und alle ringsrum auch. Aber das ist nicht ein Fundamentalist. Was sagt das Wörterbuch? Was ist ein Fundamentalist? Ein Fundamentalist ist einer, der festhält und der glaubt, was in der Bibel steht. Das ist ein Fundamentalist. Diese neue Weltreligion muss gegründet sein auf die Dinge, die den Test überstanden haben über Zeit. Also richtige menschliche Beziehungen. Nicht Wahrheit, menschliche Beziehungen. Mein großer persönlicher Traum ist eine Allianz zwischen all den großen Religionen und der UNO. Robert Mueller, der ist der Verantwortliche. Alice A. Bailey, die Okkultistin, schreibt genau das Gleiche. Wir müssen dieses große Übel der Absonderung, Separateness, muss weg. Meine Bibel sagt, sondert euch ab. Die sagen, das ist ein großes Übel. A uniting the world's religion and a global organization, das ist, was passieren muss. Das ist das Charter von Interfaith Summit Conference, das in 1995 in San Francisco gehalten wurde.
Und diese Organisation sagt, im Jahre 2005 muss das eine weltweite Wahrheit sein. Alle Religionen zusammen vorm Jahre 2005. Ist es nicht interessant, dass der Papst jetzt gerade, jetzt in diesem Monat angekündigt hat, dass jetzt ist die Zeit, wo alle Religionen zusammenkommen müssen, die christlichen Religionen müssen sich jetzt vereinigen, hat er gesagt. So, die UN und die UR, United Religions, zusammengesetzte Religionen, die arbeiten stärkt zusammen und bei einer Interfaith-Konferenz hat Bischof Swing gesagt, wir stehen auf der, naja, on the threshold, auf der Schreppe, Streppe, Schwerbe, Schwerbe, well, whatever, ja, yeah. Einer neuen Weltordnung, kein Konflikt und wir brauchen diese Zusammenkunft. Robert Miller spricht beim Parlament der Weltreligionen und er sagt, macht euch keinen Kummer, wenn die verschiedenen Religionen nicht der UNO oder der UR beitreten wollen. Es war auch so mit der UNO. Hört gut zu. Macht euch keinen Kummer, wenn die verschiedenen Religionen nicht der United Religions beitreten wollen. Es war auch so mit der UNO am Anfang. Aber später haben sie es regretted. Sie haben es bedauert. Sie haben es bedauert und haben alles in die Wege gesetzt, um der UNO beizutreten. Es war das Gleiche mit der Europäischen Gemeinschaft und es wird das Gleiche sein mit den Weltreligionen. Denn wer auch immer draußen bleibt, whoever remains aloof, sooner or later, irgendwann, wird er es bereuen. Habt ihr das alle mitbekommen? Wenn wir nicht mitmachen mit dieser UR, werden wir es bereuen. Schließt das unsere Gemeinschaft mit ein, die Siebentags-Adventisten, ja oder nein? Also wie wichtig ist es für diese Weltreligion, die hier geschaffen werden muss, dass wir dabei sein? Dass wir dabei sind. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Wir müssen dabei sein. Und darum ist es für mich interessant, dass der Untersekretär der UNO, Joseph Reed, da ist er, eine Ansprache gehalten hat. Bei wem? Bei uns. Bei der großen Generalkonferenz in Kanada. Und ich habe nichts dagegen, dass er da eine Ansprache gehalten hat. Das ist ja auch sein volles Recht als UNO-Untersekretär. Es sollte eigentlich Kofi Annan selbst gewesen sein, der da die Ansprache hielt, aber er konnte nicht. Also er hat nur gelesen, was Kofi Annan geschrieben hat. Er hat also anstelle Kofi Annans die Ansprache gehalten. Und was hat er gesagt? Ja, lass ihn selber reden. Hört dir mal zu. I make this appeal because the United Nations is also your organization. Eure Organisation. Our world organization. Unsere Weltorganisation. Your United Nations. Delegates, please remember, the United Nations is the only machinery we have for collective cooperation among all nations. It is the only worldwide institution for furthering development. The United Nations is the only universal mechanism for protecting human rights. The United Nations is the only shared framework for strengthening international law. Delegates, the United Nations is not one of the luxuries of international life. The work of the United Nations is of vital importance for the betterment of life on our planet. Okay. Ihr habt das mitbekommen? Es gibt nur einen Weg und das ist die UNO. Und die UNO ist nicht nur Ihre Organisation, es ist eure Organisation.
Es gibt keinen anderen Weg und es ist kein Luxus, entweder oder. Hat er gesagt. Naja, das ist ja interessant. Also kann man verstehen, dass wir auch unter Druck sind, um mitzumachen mit United Religions. Aber wir wissen ja, welcher Geist da herrscht. Das ist ein Geist der Inklusivität. Und meine Bibel sagt, kommt aus ihr raus, mein Volk, und sondert euch ab. Habt nichts mit ihnen zu tun. Das ist das System, das vernichtet wird durch Jesus Christus, wenn er wiederkommt. Jetzt haben wir aber ein Problem. Wow, und haben wir ein Problem. Discernment Newsletter. Die Mainline Denominations, das sind die großen Kirchen, müssen auch mit den heidnischen Religionen zusammenarbeiten. Wir müssen Meditationen haben, Visualisierung. Wisst ihr, dass das den Kindern schon in der Schule beigebracht wird, damit sie das schön lernen? Naja. Und wisst ihr auch, dass die verschiedenen Religionslehrer dürfen nicht mehr gehören zu ihren verschiedenen, dürfen nicht mehr Prediger sein in ihren verschiedenen Religionen. Also ein Baptist darf keinen Unterricht haben von einem Baptist, muss ein allgemeiner Lehrer sein. Denn die Prinzipien werden vorgeschrieben, von was da gelehrt wird im Allgemeinen. Und die Religions-Leaders, Führer, sowie der Papst und der Dalai Lama, sind auf der gleichen Ebene, steht hier, in der ihrem offiziellen Newsbrief geschrieben. Und das Ziel dieser einen Weltreligion, schreibt diese Organisation, ist eine universale Plattform. Alle Menschen sind göttlich und Evolution ist verantwortlich für das Wachstum der Menschheit. Das sind alles Ziele, mit der wir nichts zu tun haben können. Das sind alles Zitate von Ihnen, kann jeder nachschlagen, ob es so ist oder ob es nicht so ist. Die Bibel lehrt, da ist kein Ding wie Reinkarnation. Und die lehren, da ist so etwas. Hier ist noch ein Flyer von World Goodwill. Er sagt, neue Values brauchen wir, neue Standarde, neue Attitudes, wie man sich verhält und eine Reorganisation. Alistair Bailey sagt, wir sind entweder dabei, wir sind entweder modern oder wir sind nicht. Eins von beiden. Und die Kirche heute ist das Grab Christi und der Stein davor ist die Theologie. Und es ist vor die Tür gerollt. Weg mit Jesus Christus. Wow. World Goodwill Newsletter gibt hier auch ein Zitat. Wir stehen zusammen auf einer neuen Brüderschaft. Naja, es sind viele Zitate hier. Eine neue Kirche Gottes muss gegründet werden. Und Müller schreibt, wir hoffen auch, dass der Papst vor dem Jahr 2000 bei der UNO sprechen wird, was er dann natürlich auch mit Stellvertretern getan hat. Und die Welthauptreligionen müssen dramatisch ihre Ökumene verschnellen. Denn wir sind auf dem Weg zu dieser Planetary Age, dieses neue Zeitalter. Und dann findet das natürlich auch statt, so wie er es gesagt hatte. Im August 2000 kamen all die Religionen der Welt zusammen. Alle Religionen kamen zusammen bei der UNO. Und was haben sie da entschlossen? Sie haben eine ökumenische Initiative geformt, wurde unterstützt durch Ted Turner. Das war der frühere Besitztümer von CNN. Er ist ein Okkultist. Der hat nicht viel am Hut mit dem Christentum. Und da haben sie entschlossen, dass der Papst, der Oberführer der religiösen Welt sein muss und dass alle, die sich für Exklusivität entschieden, müssen dargestellt werden als gefährliche Extremisten voller Hass. Wow. Naja, ich sah eines der Köpfe als wahres verwundet zu Tode, aber die Wunde wurde heil und die ganze Welt verwunderte sich wegen dem Tier. Ich glaube, wir sind da.
Sie sind so frech, sie haben sogar ihr Logo, die Hure Babylons, hier auf dem Spiegel angebracht. Joshua 24, Vers 15. Und wenn es euch böse erscheint, dem Herrn zu dienen, naja, dann wählet ihr heute, wen ihr dienen wollt. Aber ich und mein Haus, wir dienen dem Herrn. Hoffentlich haben wir durch diese Zitate gesehen, wohin die UNO führt. Es kommt zu einer Weltregierung, einer Weltreligion und alles muss durch die UNO gesteuert werden. Kinder müssen neu gelehrt werden, der Individualismus muss weg, der Staat muss als Gottheit dargestellt werden mit einem göttlichen Führer hier auf Erden, der Stellvertreter Christi ist und wir alle werden Marionetten. Ist es nicht ironisch, dass Satan Christus beschuldigt, dass er Marionetten hat? Wenn ihr euch diesen modernen Filme, die jetzt rauskommen, The Matrix und alle diese Dinge, das sind Filme über einen Erlöser Christus, der nicht Jesus Christus ist. Denn der Mensch ist eigentlich nur ein programmiertes Wesen. Jesus Christus hat uns frei gemacht. Jesus Christus hat uns einen freien Willen geschenkt. Jesus Christus war bereit zu sterben für diesen freien Willen. Wenn er mich eine Marionette gemacht hätte oder irgendeinen eine Marionette gemacht hätte, dann hätte er uns ja so gemacht, dass wir nicht sündigen können. Dass wir sündigen können, ist der Beweis, dass er uns keine Marionetten gemacht hat. Ich diene lieber meinem Herrn, der mir meine Individualität als Geschenk gegeben hat. Solange ich diese Individualität nicht missbrauche, um anderen das Leben zur Hölle zu machen. Ich glaube an Jesus Christus und ich vertraue ihm und ich lade euch ein, ihm auch zu vertrauen. Und diesem System müssen wir widerstehen. Ob einige von uns mitmachen oder nicht, ist egal. Aber wir machen einen Entschluss. Soweit und nicht weiter. Amen.